Hallo und herzlich willkommen hier zurück in der Brick World zu einem weiteren Update. Und heute geht's mal wieder zu unserem Schulgebäude, denn dort werden wir heute unter anderem das Dach fertigstellen. Das heißt, das Äußere des Gebäudes wird heute komplett fertig. Und als kleines Schmankerl werden wir auch im Innenraum beginnen. Und zwar wird das allererste Klassenzimmer komplett fertig. Da kommt einiges an Details, einiges anderes rein und natürlich Beleuchtung. Also bleibt dabei bei diesem Update. Nach vielen, vielen Kommentaren habe ich mir überlegt, wie bauen wir hier oben weiter. Einige meinten, wir lassen das so, wir machen einfach Flachdach, gefiel mir aber nicht und deshalb bin ich zur Erkenntnis gekommen, dass wir das Dach weiter nach oben schräg ziehen, aber in einem anderen Winkel. Das Ganze sieht dann ganz grob so aus, da fehlt natürlich jetzt noch ein ganzes Stück, aber das ist der Winkel, mit dem ich weiterarbeiten möchte. Das werden wir nach hinten weiterziehen, bis zum Ende des Gebäudes, ist ja ein Querschnittsgebäude, wie wir inzwischen alle wissen, und so sieht das Ganze von innen aus. Ich habe hier wieder Hinges benutzt und so werden wir das Ganze jetzt komplett weiter durchziehen, um den Winkel zu bekommen, den wir hier haben wollen. Dann haben wir so ein schönes Dach mit zwei verschiedenen Winkeln in dunkelgrau, also in dark bluish gray. Und ich glaube, wenn das fertig ist, dann wird das wirklich ganz hübsch aussehen. So sieht's aus, wenn ich das Ganze baue. Ich habe das natürlich jetzt in kleineren Abschnitten angefangen und es werden einfach diese einzelnen 6x8er Platten mit einzelnen Hinges erstmal draufgesetzt, um jetzt einfach mal von links nach rechts komplett den kompletten Winkel zu haben, den ich brauche, um weiterzuarbeiten. Und dann kommen da noch mehr Platten rein und natürlich unglaublich viele Teils, also einmal zweier Teils und einmal einer Teils. Das sind hunderte von Elementen, die jetzt hier reinfließen. Und so sieht ein kleiner Zwischenschritt aus. Ich habe jetzt auch mal auf der Seite testweise bis nach hinten gebaut. Das ist die finale Tiefe sozusagen des Gebäudes und des Daches, und vorne ist auch schon alles befliest, wie ihr sehen könnt. Das heißt, wir müssen jetzt den hinteren Teil noch komplett durchziehen. Also hier ist alles komplett fertig, nur der hintere Teil fehlt. Man kann jetzt schon ein bisschen erahnen, wohin die Reise gehen wird. Und übrigens, im hinteren Teil mache ich so, dass ich hier jetzt eine Wand hochziehe mit diesen Mauersteinen. Ich hatte zwischendurch die Idee, das so zu machen, dass man reinschauen kann, aber die Unterkonstruktion dieses Daches ist so unschön. Ich habe hier übrigens die benutzt, weil ich davon unglaublich viele habe zur Stabilisierung, dass wir einfach die Mauer reinziehen oder oben nicht reinschauen können, weil es ist einfach nicht schön umsetzbar. Und da haben wir auch schon das fertige Dach. Ich weiß, es hängt in der Mitte ein kleines bisschen durch. Das wird sich aber noch ergeben, wenn der komplette Innenausbau fertig ist. Dann wird das Dach natürlich in der Mitte besser gestützt. Hier übrigens noch ein Vogel, um ein bisschen Farbe reinzubringen. Aber das komplette Dach ist so jetzt erstmal fertig. Wir gehen jetzt mal nach hinten. Von innen natürlich noch sehr, sehr leer das ganze Gebäude, das ändert sich ja teilweise heute auch. Und so sieht das Dach von oben aus und so finde ich es eigentlich ganz nett. Was wir jetzt machen ist, dass wir jetzt hier vorne in dem Bereich mit dem allerersten Klassenzimmer in dieser Grundschule anfangen werden. Das wird eine besondere Geschichte, denn wir bauen da einiges rein an Details, Minifiguren und Beleuchtung, also bleibt dabei. Bevor wir weitermachen, erst ein bisschen Post, und zwar schreibt der Carlos hier: Hallo lieber Daniel, vielen Dank für deine tollen Videos. Wir haben für deine Stadt unsere wichtigste Figur geschickt. Die darf bei keinem Geschichte fehlen. Das ist hier ein kleines Skelett mit Lampe, wird demnächst einen Weg finden. Wahrscheinlich kommt das Ganze in den Bunker, ist ein zukünftiges Update, wenn es am Bunker weitergeht. Auf jeden Fall vielen Dank an dich, Carlos. Vielen, vielen Dank, die Figur wird einen Platz finden. Und hier noch ein kleines Paket von Kurt. Der war in Günzburg im Legoland in der Fabrik und hat mir ganz viele Fliesen geschickt, von denen auch einige heute schon in das Projekt fließen werden. Also vielen, vielen Dank auch an dich. Vielen Dank an Carlos und an Kurt für diese tolle Fanpost und einiges davon wird, wie gesagt, heute schon zum Einsatz kommen. Wir springen zur Grundschule und haben jetzt hier mal angefangen. Ihr seht hier das Whiteboard, Schrägstrich Tafel, dann die Lehrerin und eine erste Schülerin, die hier steht. Ich habe hier vorne, das ist die Lehrerin, einfach eine Figur, die ich, ja, dachte, die passt ganz gut als Lehrerin. Ich habe jetzt immer in letzter Zeit immer mal wieder ein paar Figuren mitbestellt, auch Kinderfiguren einfach hier, und so seht ihr schon mal, wie es anfängt. Vorne habe ich noch einen kleinen Teppich mit eingebaut, hier ist die erste Reihe schon, da seht ihr auch schon mal, wie ich mir das Ganze mit den Bänken und den Tischen vorgestellt habe, und an die Wand kommt natürlich auch ein bisschen Dekomaterial. Ich finde, das ist ein ganz guter Anfang. Wir werden jetzt weiterbauen mit weiteren Bänken, ungefähr, ja, so vier Fenster nach hinten, und man muss sich natürlich vorstellen, das Ganze ist ein Querschnitt, das heißt, das ist nicht das ganze Zimmer. Hier ungefähr wird die Wand sein, dann haben wir ungefähr Platz für drei Klassenräume in der ganzen Breite und ich denke, das ist eine ganz gute Größe.
Und damit können wir jetzt einfach mal weiterbauen. Weitere Bänke, weitere Tische und dann sieht das Ganze, wir machen gleich einen Cut, so aus. Das Zimmer an sich ist fertig, wir haben 4 Bänke, wir haben natürlich dementsprechend auch 8 Schüler hier drin. Ich habe ein bisschen das Zimmer dekoriert, ich habe ein bisschen dafür gesorgt, dass die Tische jetzt nicht im 90-Grad-Winkel stehen. Ich habe ein bisschen Farbe an die Wände gebracht. Hier ist übrigens das Kabel, das brauchen wir gleich. Das habe ich von unten durchgezogen durch die Wand, damit, wenn wir hier oben jetzt gleich das Dach reinziehen, wir die Beleuchtung einbauen können. Und ich denke, das ist ein ganz gutes erstes Klassenzimmer. Ich habe übrigens ganz viele von diesen tanfarbenen Stühlen gekauft, die sind unglaublich teuer eigentlich, aber ich habe sie, ich dachte, die passen ganz gut, um diese Holzoptik zu haben, die man natürlich ganz oft in so Klassenzimmern hat. Und jetzt könnte man sich langsam vorstellen, wie das Ganze hier mal aussehen wird, wenn nach und nach alle Zimmer fertig werden. Und dann fangen wir an, hier die Beleuchtung reinzuziehen. Dann nehme ich jetzt einfach Striplights von meinem Beleuchtungspartner Illuminate Your Bricks. Wie immer findet ihr den Link zum Shop unten in der Videobeschreibung. Und 2 Striplights hier in Kaltweiß bringen hier genug Licht rein, um das Ganze auch schön zu beleuchten. Ist eine schöne Beleuchtung, hell genug, um zu lernen. Und jetzt sieht man auch von außen, wie hier die Beleuchtung rausscheint. Und man kann jetzt reinschauen und sieht hier den Klassenraum. Also das wird dann nach und nach jetzt auch schön werden, wenn die weiteren Zimmer fertig werden. Also es macht einen großen Unterschied, wenn innen drin was zu sehen ist oder nicht und auch Beleuchtung drin ist. Und wenn wir ein bisschen zurückgehen, dann seht ihr unten die 4 Fenster, sieht man schön die Beleuchtung und oben sieht man dann noch nichts. So sieht es aus von der anderen Seite in Dunkelheit. Wir haben jetzt 10 neue Einwohner. Wir kommen genau auf 800 Bewohner hier in der Brookworld. Eine total verrückte Zahl meiner Meinung nach. Und hier sind die ganzen Kinder mit ihren Sachen. Hinten noch ein bisschen Deko, ein Pokal, der irgendwann mal gewonnen wurde. Hinten noch ein paar Spielsachen, die für diverse Sachen genutzt werden. Und ich denke, das ist doch ein ganz hübsches Zimmer hier für die Klasse geworden. Und in dem Stil werden wir dann auch die weiteren Zimmer bauen. Natürlich mit ein bisschen anderen Farben, anderer Deko, anderen Figuren natürlich. Aber ich denke, das ist eine ganz gute Geschichte, so finde ich persönlich zumindest. Wenn ihr anderer Meinung seid, habt, andere Ideen habt oder auch andere Ideen für weitere Klassenzimmer habt, dann lasst es mich gerne in den Kommentaren unter diesem Video wissen. Aber ich möchte tatsächlich noch ein bisschen was anderes machen, hat auch mit dem Thema Beleuchtung zu tun, keine große Sache. Und zwar möchte ich, abseits davon, dass jetzt hier noch einiges zu tun ist, brauchen wir gleich noch eine Straßenlaterne. Die habe ich ja immer vor mir hergeschoben und wenn wir jetzt schon mal bei Beleuchtung sind, können wir die auch noch gleich hinmachen. Dazu gibt es noch ein paar Blicke auf das Zimmer hier und dann gehen wir jetzt hier rüber. Ich habe hier schon mal aufgerissen, die Straßenlaterne vorbereitet, wie immer mit einem 50 cm Kabel hier schon mal ein Loch durchgebohrt, dann kann ich nämlich unten das Kabel durchziehen und dann können wir es hier unten beleuchten. Ich muss mal schauen, auf welche Seite es beleuchtet werden muss. Ich glaube nach links, denn es gehört zum linken Modul, glaube ich, und dann kommt das Kabel unten durch, wird angeschlossen und dann sieht das Ganze so aus. Denn hier hat tatsächlich einfach nur Licht gefehlt. Es war sehr, sehr dunkel an der Ecke und jetzt sieht es deutlich besser aus mit dieser Straßenlaterne, finde ich. Gibt mehr Licht und dann können wir in absehbarer Zeit auch in dem Bereich mal wieder weiterbauen, denn nicht nur die Straße fehlt, sondern auch noch ein Stück vom Reiterstellwerk. Das ist aber kein Thema für heute. Das war es, was wir heute geschafft haben. Das Dach ist komplett fertig. Damit das Außenleben von der Grundschule komplett fertig. Da sind einige Steine reingeflossen. Man glaubt es tatsächlich gar nicht. Und auch hier unten, das erste Klassenzimmer hat seinen Weg hier reingefunden. Ich bin zufrieden mit dem Ergebnis. Ich hoffe, euch gefällt es auch. Und wie immer natürlich, schreibt es mir gerne in die Kommentare, was ihr denkt, was ihr für Ideen ihr habt, was ihr von dem denkt, was geschaffen wurde heute. Von der ganzen Ausführung etc. etc. und was wir hier noch machen. Demnächst geht es auch weiter hier unten im Bunkerbereich, den werden wir massiv ausbauen in der Bereichung, aber auch weiter unter den Tisch. Haben sich ja viele gewünscht, das heißt, das werden wir in absehbarer Zeit machen, dass der Bunker mit vielen, vielen Gimmicks und Ideen weiter ausgebaut wird. Ansonsten noch ein Blick auf die Grundschule. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss.